ganz herzlich im Namen des Architekturforums Zürich begrüßen zu dieser Ausstellungseröffnung. Wurden vor wenigen Jahren noch Referenzen bis zur Unkenntlichkeit in den Projekten collagiert, verfremdet, amalgamiert oder anverwandelt und als quasi als Bürogeheimnis wohlbehütet und kaum preisgegeben. So scheint sich neuerdings eine Tendenz zu verbreiten, wo Referenzen in den Projekten deutlich sichtbar sind und manchmal sogar als Zitate zu lesen sind. Architektur hat sich schon immer Architektur angeeignet, in welcher Form auch immer. Die Redaktoren der Mailänder Architekturzeitschrift San Rocco haben die Ausstellung Book of Copies anlässlich der 13. Biennale 2012 zum ersten Mal gezeigt. Dazu haben sie weltweit Architekten, Historikerinnen und Theoretiker eingeladen, zu einem bestimmten architektonischen Typus oder Thema eine Serie von Referenzen als Fotokopien einzusenden. Die eingesandten A4-Blätter sind zusammen mit einem Fotokopierer ausgestellt, mit der Aufforderung an den Besucher, interessante und für die Arbeit, eigene Arbeit nützliche Blätter gleich zu kopieren und mitzunehmen. Entwerfen wird damit als eine Kulturtechnik des Kopierens verstanden. I say we have a book of houses that of course contain all images that can be copied in order to produce houses. We have the book of prisons, with images that can be copied in order to produce prisons. But we also have the book of gas station in the desert. So if you ever happen to have to design, say, gas station in the desert, I mean, we have a book of copies for this. Die zweite Frage, wie wird angeeignet, haben wir hier in diesem hinteren Raum gemacht. Wir nennen das Book of Strategies. Wir wollten damit eine Art Lexikon verschiedener Aneignungspraktiken in der Architektur erstellen, um eine Art Übersicht zu unterschiedlichen Aneignungsverfahren zu schaffen. Wir haben eine Reihe von Persönlichkeiten angefragt, welche bewusst mit Aneignungsverfahren in ihrer Praxis arbeiten und welche darüber historisch gearbeitet haben, kurze Definitionen einzelner Begriffe zu verfassen und diese mit einem Architekturbeispiel ihrer Wahl zu illustrieren. Ich denke, dass die Ausstellung mitten ins Herz einer Problematik schneidet, die man endlich aufarbeiten müsste. Das gilt für Zeitschriften, das gilt für Hochschulen und es gilt vielleicht auch beim nächsten Mal für das Forum. Danke. So I know him.